Ich bin Philipp Flieger und gebe dir meine drei ultimativen Übungen für eine optimale Dehnung. Wer regelmäßig und viel läuft, der kennt es, die Oberschenkelvorderseite ist gerne mal verspannt. Einfach mal festhalten und das Bein hier zum Gesäß führen. Ihr solltet vorne einen Zug merken. Als nächstes dehnen wir die Oberschenkelinnenseite und dafür begeben wir uns in eine breite Schrittstellung. Am besten das Gewicht auf eines der Knie verlagern und dann kurz halten. Natürlich auch die Seite wechseln. Und um die Oberschenkelrückseite zu dehnen, aus dieser Position einfach mit den Händen Richtung Boden gehen. Und zum Schluss noch eine Übung für die Wadenmuskulatur, denn die leistet natürlich auch sehr viel Arbeit beim Laufen. Am besten etwas nehmen, wo man sich ein bisschen abstützen kann. Leichte Schrittstellung, das Gewicht nach unten verlagern und die Fersen am Boden lassen. Jetzt den Kanal abonnieren und dein Laufglück finden.